So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2. Wir haben letztes Mal endlich Kirin Chandash, oder wird er so auch ausgeschrieben? Ausgesprochen? Anton Sokolov, einst kaiserlicher Arzt und Leiter der Akademie für Naturphilosophie. In ihrer Blütezeit der begehrteste Maler des Kaiserreichs. Der Held meiner Jugend. Jetzt meine Marionette. Wenn Sie dieses unelegant aussehende Gerät gegen mich einsetzen wollen, nur zu, Chindosh. Ich weiß allerdings nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss zugeben, ich verspüre ein wenig professionelle Neugier hinsichtlich seiner Funktion. Geduld, mein Freund, Geduld. Der Ablauf ist dabei sehr wichtig. Sie werden meine Elektroschockmaschine schon verstehen. Aber wann? Bevor oder nachdem dieses Licht Ihre Augen verlässt? Und wohin geht es, wenn es verschwindet? Wer wird mir das sagen? War schon mal jemand so in den Klang seiner eigenen Stimme verliebt wie Sie, Kirin? Vielleicht könnte das Gerät uns dabei helfen. Nein, leider nicht. Aber was es kann, ist Ihnen das zu nehmen, was Sie am meisten lieben. Ihren kostbaren Intellekt. Wenn Sie nicht am nächsten Prototyp des Mechanischen mitarbeiten, verwende ich das Gerät an Ihrem Gehirn, Sokolov. Ich weigere mich. Als sabbernder Idiot nerven mich zumindest Ihre wortreichen Theorien nicht mehr. Ah, das ist cool. Ich kann mich noch erinnern, dass mich der, also ich dachte wirklich, das wäre so der übelste Bösewicht bei Dishonored 1. Also, wenn ihr Dishonored 1 noch nicht gesehen habt, dann das habe ich auch noch auf meinem Channel. Genau. Weil der hat eben Versuche an Menschen gemacht und so weiter. Klar, er wollte halt, er wollte die Seuche da bekämpfen und so weiter. Und hat das eigentlich ganz gut auch gemacht. Aber, also man. Heute werde ich die Anatomie-Plattform erreichen und ins Labor bringen, um dort meine Arbeit am Runenartefakt fortzuführen. Obgleich mich die Naturphilosophie verschrieben habe, was? Ich mich der, genau, verschrieben habe, muss ich zugeben, dass meine Zusammenarbeit mit Brianna Ashworth mein Interesse am Wahlknochen neu geweckt hat. Wenn ich an den letzten 3 Jahre denken, an die letzten 3 Jahre, sorry, in denen ich mit Brianna zusammengearbeitet habe, kann ich die Vermutung nicht gänzlich ausschließen, dass die Knochen der Leviathane über außergewöhnliche Eigenschaften verfügen, wenn ich sie unter Druck setze. Reden sie nur pures Zeug. Das haben wir ja letztes Mal auch schon, also ihr könnt gerne Pause drücken und das fertig lesen, den Absatz unten. Jetzt muss ich hier einfach mal raten, was, oder? Also wir brauchen mehr Strom. Genau, wir haben letztes Mal schon erfahren, dass der Chindosh, genau, über das, diese Magie interessiert, oder er wollte halt unbedingt wissen, wie das funktioniert und so. Und das war ja auch beim Kampf so, dass wenn ich. Okay, ist noch gesperrt. Wahrscheinlich, weil hier die ganzen Sachen rumfliegen. Genau, er hat ja immer so. Ah, jetzt haben wir ja 4. Aber nicht genug. Okay. Hier haben wir jetzt 6 Streifen und da haben wir einen Streifen. Und wie geht das jetzt weiter? Warte. Wie das er jetzt un. Ah, Weaponry, Woodcraft, Chemistry. Wie das er einfach unscharf wird, das, wo ich drauf schaue. Okay, jetzt ist gerade nichts.
Hier muss doch irgendwo was sein, was das zeigt. Oder was für eine Kombination ich brauche. Ich wette, ihr wisst es schon längst und ich wette, in Let's Play sehe ich das dann auch sofort. Gerade sehe ich es nicht. Okay, also. Wieso dauert es auch so lange, ne? Jetzt haben wir wieder vier. Vier auf der Spule. Also hier haben wir jetzt wieder fast voll. Steht es da? Nee. Aber die Zeichnung ist cool. Ich liebe solche Details einfach. Also so einfach. Ja, so technische Zeichnungen finde ich immer super interessant. Also in meiner Ausbildung habe ich es richtig gehasst, weil ich das noch größtenteils ja per Hand machen musste und nicht einfach CAD-Programm. Aber ja, nein. So, was ist da? Ah, so eine kleine Spritze. Gibt es hier nicht irgendwie so Papier oder wo hat es irgendwie aufgeschrieben? Oh, den Sokolov, hallo. Den kennen wir da. Das ist also sein. Ah, warte. Da war. Kirin, Brianna. Ich hoffe, diese. Blassen. Was? Ich hoffe, diese. Bla ich wollte immer blasen, meine Güte. Was? Nein, bitte nicht. Was? Nee, okay. Diese blassen Sterne blicken gnädig auf unsere Versuche herab, Sokolov Gunst zu gewinnen. Aber wenn der alte Bock nicht nachgibt, kann ich meine Alternative dazu anbieten, ihn lediglich in ihren Vorführraum zu sperren und dieser grausamen Elektrotherapie zu unterziehen. Ich habe ein neues Bildnis begonnen, ein Bildnis von Sokolov. Mit der Zeit kann ich damit vielleicht Einfluss auf ihren verehrten Gast ausüben. Brienna, Notiz für Quirin. So. Na, sieht ein bisschen aus wie ein Affe. Boop, 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 boop. So. Langsam bin ich meinen alten Lehrers über 30. Das ist jetzt Konditionierung Sokolovs, okay. An sich bräuchte ich nicht. Nee, ich ihn nicht, um die Konstruktion der Maschinen zu vereinfachen. Aber ohne Sokolov könnte es Jahre dauern, um die Kosten jedes Soldaten zu verringern. Das heißt, eine billige Version aus schneller verfügbaren Materialien zu entwerfen. Die Herzog Abeles, schwachsinniger Arbeiter, so zusammenbauen können. Der Herzog soll seine mechanische Armee kriegen, dafür werde ich sorgen. Die Frage ist nur, wann. Ich experimentiere weiter mit Elektroschocker. Und wenn ich Sokolov nicht dazu bringe, mir zu helfen, werde ich ihn aus purem Vergnügen weiter in die Maschine. An der Ma in der Maschine lassen. Meine Güte. Schon ein kleiner fieser Sadist, der Kleine. Aber das heißt, die Materialien, die der Sokolov eben nee, eben der Kirin für die Soldaten braucht, kosten halt noch immens viel Geld. Kabelwerkzeug. Ah, genau, das war das. I remember. Boah, es ist gerade so heiß. Kabelwerkzeug, der. Ja, genau. Ja. Also, wenn die da dann durchgehen, dann blitzen die alles tot. So. Wo. Danger. Ah, okay. Wahrscheinlich muss ich irgendwas hier machen. Gott, nee, oder? Von Anton Sokolov, ja. Könnt ihr Pause machen? Das jetzt alles zu lesen, da kann ich zu schlecht lesen.
Tut mir leid. Schaltschrank. Oh Mann, ich dachte da. Ich will kein Kupferdraht, ich will irgend so einen Schalter, der unten genug Strom freigibt. Schaltschrank. Ja, das ist auch hier. Gibt es hier nicht irgend so einen Schalter? So. Hier ist auch. Office, Main Library, Main Stage. Ja, wunderbar. Oh, hier sind Ratten. Okay. Aber ich. Oh Mann. Soll ich. Muss ich das jetzt die ganze Zeit ausprobieren? Das ist doch Kacke. Ich wette, ich übersehe hier gerade was. Also, das sind 1, 2, 3, 4. Insgesamt 2, 4, 6, 8. Fehlen noch. Echt? Echt jetzt? Nicht vergessen. Es ist nicht genug Strom für den Elektroschrank. Dies behummelt. Oh Gott, bis dies behoben ist, muss ich die anderen Plattformen des Labors konfigurieren, um den Verbrauch zu minimieren und mehr Stromschocker umzuleiten. Oh Gott. Die anderen Labormaschinen verbrauchen zu viel Strom. So. Wow. Super. Gut. Also, zum Wagen. Okay. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, die verbrauchen zu viel Strom. Das ist klar. Das heißt, nach Adam Riese. Also, Anatomie 1, Elektroschock 7. Das heißt, muss ich jetzt Total Power. Available 11. Das heißt, ich muss einmal, warte, Woodcraft. Und dann habe ich hier quasi, oh, dann habe ich hier 1. Insgesamt habe ich 11, also das heißt, ich habe noch 10. Ah, da ist noch was. Solange der verarbeitetes Walöl. Das finde ich ja immer noch so kacke, dass die immer noch so aus Walöl ja, den ganzen Strom machen. Also nicht den ganzen, also die haben schon umgeswitcht bisschen auf Windenergie, aber trotzdem. So, jetzt ist hier Woodcraft. Wunderbar. Und jetzt. Ah, das ist eine Säge. Super. Jetzt habe ich hier nichts mehr. Jetzt. Wieso habe ich da nichts mehr? So, also. Jetzt muss ich da. Schalt mal scharf. Genau, Anatomie. Anatomie ist 1. Footcraft ist 5. Das heißt, dann habe ich. Warte, oder? Nee, das war jetzt falsch. Woodcraft ist 5. Ich hätte Optics machen müssen. Ich bin so ein Idiot. Mach schneller. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat. Beziehungsweise noch dauert. Ich bin, also wie letzte Folge schon gesagt, ich habe das ja schon alles gespielt. Ja, ich weiß, man merkt es nicht, weil ich hier wieder so ewig gebraucht habe. Ich wusste es einfach nie mehr. Ich habe es schon so ewig nicht mehr gespielt.
Sorry auch nochmal deswegen. So. Der Elektroschocker müsste jetzt funktionieren. Ja. Ich weiß noch, dass ich das am Schluss wirklich bereut habe, das zu machen. Aber ich weiß, warum ich das gemacht habe. Nein, nein, nein! Sie wissen ja nicht, was Sie da tun! Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen! Aufhören! Mit! Es geht alles verloren! Eine Ära des Fortschritts! Ich kann nicht aufhören. Ein Jammer, dass es so kommen musste, Jindosh. Und wenn ich die Säure auf ein Kupferblech gebe, was passiert dann? Ich wusste es noch. Eben gerade. Weiß jemand die Antwort? Ich hatte eine Idee, aber jetzt nicht mehr. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Na, mir auch. Das finde ich. Sie können mich nicht durch diese Maschine geschickt haben. Aber Moment, was macht die? Diese Roboterhände, mein. Ja, oder Finger. Töten Sie mich. Bitte bringen Sie mich um. Etwas glorreich. Etwas Großes ist. Und ich weiß nicht, was. Hallo? Ich habe da etwas sehr Wertvolles verloren. Würden Sie mir suchen helfen? Die anderen Studenten lachen mich sicher aus. Vielleicht gibt's Apfelpudding zum Abendessen. Ja. Das wäre schön. Es gibt sicher Apfelpudding. Oh Mann, das tut mir so leid, auch wenn das so ein Arsch war. Oh Mann. Das ist halt immer so die Frage. Ehrlich gesagt bin ich Emily Goldwyn oder ihrem Vater, dem kaiserlichen Schutzherr, gar nicht Kram. Ich habe mich nie um den Palastadeligen von Dunwall geschert. Wieso soll ich eine Kaiserin schlechter finden als die andere? Meine Motivation, den Herzog zu helfen, hat durchaus mehrere Gründe. Ich wollte weiter in die Materie der Naturphilosophie vorstoßen und der Arbeit selbst, um der Arbeit selbst willen. Und diesen Langweilern der Akademie das Licht zeigen. Entschuldigung. Also, warte, bla bla bla. Und diesen Langweilern der Akademie das Licht zeigen, das sie beinahe ausgelöscht hätten. Außerdem ist mir Ehrlosigkeit nicht fremd, vielmehr sogar willkommen. Doch mein Verlangen wird von anderen Dingen angetrieben. Dynastien blühen und zerfallen im Laufe der Zeitalter, dank banaler Auslöser wie Hungersnöte, Seuchen oder Bankrotte. Nun leben wir aber in einer Zeit, die von Genie geprägt ist. Rose Burrow, Sokolov, Jospin und Hypatia haben mit ihren Erfolgen das Rad der Geschichte zum Drehen gebracht und so wird auch Kirin Jindosh tun. Und es ist mein Ziel, jene in den Schatten zu stellen, die vor mir kamen. Wie die Geschichtsbücher diese Machtwechsel auch darstellen mögen, es soll festgehalten werden, dass er auch nur industriell und technisch Fortschritt gelungen ist. Dass er nur durch. Also,
Die Macht ruht nun in den Händen der Geistreichen und die Welt wird nicht mehr sein, wie sie einmal war. Da bin ich mal gespannt. Also Sokolov ist natürlich noch da, aber ihnen geht's auch nicht mehr so gut. Jindosh ist jetzt Ballaballa. Oh, Schmetterlinge. Jetzt muss ich mal schauen, ob hier immer noch die Roboter sind, aber sieht gerade nicht so aus. Genau. Ja, es ist halt immer die Frage, wer den Tod verdient hat. Oder ist jetzt der Tod in diesem Fall barmherziger? Oh, ein Vogel. Hübscher Vogel. Barmherziger, weil jetzt, ja, vegetiert er eigentlich nur so rum, ne? Ich muss mal kurz baden. Ja, ich wollte es wollte ihn noch mal überleben lassen, beziehungsweise dort ist er. 200, nicht schlecht. Lesen. Jindosh, es freut mich zu hören, dass der Herzog Sie an einen preiswerten Version Ihrer Maschine arbeiten lässt. Ich habe es selbst erlebt, was eine Handvoll ihrer Soldaten in Dunwall angerichtet haben. Weitere Einheiten sollen uns zur größeren militärischen Macht verhelfen, nun nach dem Staatsstreich. Nur der Zeitplan macht mir Sorgen. Wann können Sie uns ein Datum geben? Wir haben große Pläne, mein Freund. Doch dazu brauchen wir unseren Großerfinder. Entschuldigung. Hochachtungsvoll, Major Neko. Blabagadabar. Ja, das ist immer so das Problem mit den Kunden, ne? Die wollen alles sofort haben, billig haben. Und ja, dabei ignorieren die einfach, dass Handwerk natürlich, selbstverständlich, teurer ist als... Oh, 10 Münzen. Natürlich teurer ist als jetzt die Fabrikherstellung. Ja, aber das ignorieren die Leute. Oder sie wissen es halt einfach nicht mehr. So. Das ist auch cool. Ich bin ja Handwerker und Künstler. Rihanna Ashworth. Richtig. Tod und Verderben. Oh. Ich halte mal kurz die Klappe. So vieles ist in Bewegung und übt einen jeweils subtilen Einfluss aus. Mit Delilah, der neuen Kaiserin, werden alle bisherigen Schranken überwunden. Vieles könnte erreicht werden. Meine mechanischen Soldaten haben ihre Rolle gespielt. Aber jeder kostet mehr, als ein reicher Mann im Leben verdient. Es könnte Jahre dauern, selbst eine Lösung zu finden. Aber mit einem fügsamen Sokolov könnte ich neue mechanische zu einem Bruchteil der Kosten herzustellen. Ob ich meinen alten Lehrer mit dem Reiz der Entdeckung verführen oder in die Klammern ansetzen und den Strom einschalten muss, ist mir egal. Tja. Anscheinend war es ihm egal. Die Bilder waren übrigens sehr schön. Jetzt bin ich wieder in sein Büro. Und ich hoffe, da ist wieder. Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Uiuiuiui. Etwas hat das Ortungsraster übernommen. Tschüss. Bye bye. So, dann gehe ich halt woanders. Maschine hat Kampf verloren. Maschine hat Kampf verloren, das stimmt. So. Jetzt muss ich halt. Da lang oder warte, oben war der Fahrstuhl. Oh, warte. Oder? Ja. So. Main.
V4-Raum. Falls da... Ups, nein, nein, runter, so. Falls da nochmal Leute sind, gehe ich lieber hoch. Aber es sieht nicht so aus. Sehr schön. Ah, hier bin ich. Gut. Ja. Wie gesagt, vorhin, ich bin ja Künstler und Handwerker auch und da ist halt immer sehr lustig und angenehm, sage ich mal. Danger. Wenn, ja, man, keine Ahnung, so eine große Vase schnitzt. Und dann halt eben den Preis sagt und dann, ja, fangen die Leute an, so ein bisschen zu meckern. So von mir, ja, da kann ich mir ja eine eigene Vase quasi kaufen. Oder wenn man Tisch macht oder so. Ich habe ja auch davor habe ich ja auch Schreiner gelernt. Schönes Bild. Und wenn man einen Tisch baut, dann kommen, ja, dann erwarten alle, dass es halt super günstig wird, aber ja. Das sind dann wirklich die Ultra-Freundschaftspreise, die man macht. Oh, da liegt noch einer. Von letztem Mal, glaube ich. Ah, hier bin ich. Genau, das sind halt dann die Ultra-Freundschaftspreise, wo man, wenn man es ausrechnet, nur so paar Euros pro Stunde bekommt. Aber ja, das wissen die einfach nicht mehr. Und dann heißt es so, ja, dann hätte ich mir ja einfach einen Tisch kaufen können. So, ja, klar. Aber das ist nicht eigenes Design und nicht selbst gemacht und nicht handgemacht. Das ist halt das, wenn man es Hand macht, dann, also mit Hand macht, dann ist es halt einfach teurer. Das ist halt so. Aber, ja. In der Fabrik herstellen, das ist halt günstig, weil, ja, ist halt, ne. Aber das wissen halt heutzutage sehr wenige. Und die, die es wissen, die können es nicht bezahlen, ne. Das finde ich auch immer interessant, weil die, das war daneben, die Kunstwerke von früher, von ganz früher, sage ich jetzt, also von Mittelalter oder Antike, diese Skulpturen. Wenn das heute so gemacht werden würde wie damals, also sei es hier, also wirklich per Hand, ohne Maschinen und ohne alles, und die haben ja manchmal sogar Jahre gebraucht. Zum Beispiel Michelangelo mit der Pietà hat 2 Jahre dafür gebraucht. Und umgerechnet hat der, umgerechnet hat der ungefähr 50.000 war es, glaube ich, Euro bekommen. Also, hi, ich gehe mal raus. Ciao. Genau, und heutzutage wäre das unbezahlbar. Wenn du quasi einen Künstler 2 Jahre lang bezahlen musst. Das kann niemand mehr. Und aber heutzutage mit Maschinen und so weiter, das geht schon schneller. Also, aber ja, so eine Pietà zum Beispiel, die kann man nicht mehr bezahlen. Also selbst ohne... Also, nee, selbst mit Maschinen und so weiter braucht man mindestens ein halbes Jahr. Mindestens. Hey, selber hey. Und das kann man halt nicht mehr bezahlen, ne? Das finde ich echt schade, weil es gibt so geniale... Oh Mann. Zum unteren Adelsviertel, zum oberen Adelsviertel. Ja, fahren wir mal ganz runter. Oh, das tut mir so leid. Schaut euch das an. Das sieht einfach nur genial aus.
Wieso habe ich so lange gewartet, um das weiter zu spielen? Ich weiß es zwar, aber es ist schade. Jetzt kommen gleich die Soldaten, oder? Bye bye. Wieso ist hier die Alarmanlage an? Ah, okay. War wahrscheinlich nur Megan Foster, 90 Meter. Tragen. So. Runen in der Nähe. 5 ist es. Ah, da ist gleich eins. Ist noch ein. Ah, ich will Runen. So. Gut, dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Da oben war. Stimmt, hier ist ja. Warte, da war doch alles voller Soldaten und Räuber, oder? Irgendwie so Banden waren das noch. Ich. Ach komm. Okay, wo sind die? Da unten ist eine. Da ist die Megan. So, dann geh ich mal drauf. Die frische Luft hat geholfen und die Ringelblumen. Warte, was? Was ist denn da jetzt passiert? Alter, die ganzen Soldaten sind tot. Die ganzen Wachen. Wer ist das denn? Alter, wie sehen die denn aus? Ach, das sind diese. Zustande bringe. Nächstes Mal versuche ich es bei zunehmendem Dreiviertelmond. Das habe ich ganz viel vergessen. Alter, ich habe irgendwie. Ich fühle mich gerade, als würde ich das wieder zum ersten Mal spielen. Das vermasse ich immer. Dreimal den Wahlknochen antippen. Nicht zweimal. Dreimal, nicht zweimal? Magische Rosen. Aber wieso haben die jetzt alle getötet? Warum? Was macht das für einen Sinn? Ganz genau, gar keinen. Ah, das sind nur die drei, glaube ich. Da unten ist jetzt niemand mehr. Soweit ich mich erinnern kann. So. Oh Mann. Gut. Jetzt bringen wir mal unseren alten Freund nach Hause. Alter, das war so cool, als wir mit Corvo den eben eingesperrt haben und ihn zum Reden bringen wollten. Also auch mit Folter. Also wir haben es nur angedroht. Und der hat uns da voll verarscht die ganze Zeit. Das fand ich echt lustig. So. Oh, der sieht schon echt krass alt aus. Wow. Hallo. Geschafft. Wie geht's ihm? Er ist schwach und verwundet, aber er kommt durch. Ich dachte, das wäre unmöglich. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich hör's mir auf dem Schiff an. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal. Das sehen wir uns das nächste Mal an bei Let's Play Dishonored 2. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja. Wenn ihr meine Fratze wieder sehen wollt, also mit Webcam, dann schreibt's rein. Dann, ja, hole ich mir eine neue. Weil bis jetzt finde ich es eigentlich ganz
Ja, muss nicht sein, glaube ich. Genau. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei und bye bye. Also gehen wir.